Ich möchte alle hier Versammelten um eine Schweigeminute bitten, um an die in Gaza eingekesselten und leidenden Menschen zu denken, an die Opfer der letzten israelischen Angriff auf Gaza, Operation gegossenes Blei. Denken wir an die 1415 Toten und Tausenden von Verwundeten. Bitte, das soll eine Schweigeminute sein für Gaza. An die Opfer der illegalen chemischen Waffen, die von der israelischen Armee im Dezember und Januar in Gaza eingesetzt wurden. An die palästinensischen Opfer der ständigen Abriegelungen, die vom Staat Israel über die palästinensische Bevölkerung verhängt worden sind, die eine Ausreise aus Gaza unmöglich machen, um notwendige medizinische Hilfe zu bekommen und die in der Folge gestorben sind und weiter sterben. Denken wir an die Kinder von Gaza, die Hälfte der Bevölkerung von ca. 1,5 Millionen Menschen, die unter unmenschlichen Zuständen, israelischen Bombardierungen, Besatzung, Unterdrückung und Gewalt aufwachsen. Denken wir heute an die palästinensischen Kinder in Gaza und im Westjordanland, die aufgrund der israelischen Besatzung traumatisiert sind und ihre Kindheit nicht ausleben dürfen. Ich hätte noch viel zu Gaza und seinen Menschen zu sagen. Heute allerdings will ich von Tel Aviv sprechen, die Stadt, die von der Stadt Wien mit dem gegenüberliegenden Strand geehrt wird. Der Monat Mai ist für Palästinenser und Israeli ein wichtiger Monat, denn im Mai 1948 wurde der Staat Israel auf 78% des ursprünglichen palästinensischen Bodens gegründet. Schon voriges Jahr gab es viele Proteste und Artikel zum Thema 60 Jahre Israel, die betitelt wurden. Kein Grund zum Feiern. Diese Proteste wurden auch, das möchte ich sagen, auch von Juden geschrieben. Und heuer, nach den Kriegsverbrechen in Gaza, was ist die Meinung dieser Menschen heute? Diesen Menschen, diesen Monat, erinnern wir uns an die Nakba, die vor 61 Jahren stattgefunden hat. Wir erinnern uns der 750.000 Palästinenser, die 1948 durch Massaker und Krieg vertrieben wurden, gezwungen, ihr Land, Hab und Gut zu verlassen. An die Flüchtlinge, denen von Israel bis heute nicht erlaubt ist, in ihr Land und zu ihren Häusern zurückzukehren, obwohl das eine Bedingung der UNO für die Gründung des Staates Israel war, nämlich das Recht auf Rückkehr. Wir denken an die 150.000 Palästinenser, die in dem Teil von Palästina geblieben sind, der am 15. Mai 1948 den Staat Israel geworden ist. Tausende wurden Flüchtlinge im eigenen Land. Wir denken an die über 500 palästinensischen Dörfer, die während der Nakba und auch später zerstört wurden. Wir erinnern uns heute der Geschichte der Stadt Tel Aviv und der ethnischen Säuberungen, die dort im Jahre 1948 stattgefunden haben, an die Zerstörung von palästinensischen Häusern und Besitztum in der einmal florierenden palästinensischen Stadt Gaza, Jaffa, die noch heute andauert und von keinem unserer Medien erwähnt wird. Im Jahre 1909 haben sich 66 jüdische Familien an einem Strand nördlich von Jaffa versammelt, um an einer Verlosung von Landparzellen, auf denen die ersten Häuser gebaut wurden, teilzunehmen.
Einige Monate später, im Jahr 1910, wurde diese Ausweitung des Hafens von Jaffa Tel Aviv genannt. Tel Aviv weitet sich auf Kosten palästinensisch-arabischer Dörfer. Ein Teil dieser Stadt steht auf dem Boden.